Über 75% mehr Asylerstanträge für das erste Halbjahr 2023. Und der deutsche Sozialstaat hat bereits im Jahre 2020 insgesamt 1.123 Milliarden Euro gekostet. Das Geld wird knapp, die Steuerlast steigt, die Wirtschaft bricht ein und bezahlbarer Wohnraum existiert nicht mehr. Welche Auswirkungen hat die Migrationskrise und wer darf sie ausbaden? Und was ist von der Forderung der CDU nach einer Arbeitspflicht für Flüchtlinge zu halten? All das jetzt. Moin, ich bin David. Schön, dass du da bist. Die Weltwoche schreibt: Willkommen in Deutschland. Bis Juni wurden über 150.000 Asylerstanträge gestellt. 71,6% sind Männer unter 30. 18,2% kommen aus Afghanistan, 16,3% aus Syrien, 12,8% aus der Türkei. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein dramatischer Anstieg um 77,5% bei den Erstanträgen. Diese Entwicklung löst bei den Verantwortlichen in Ländern und Kommunen ernste Besorgnis aus, da sie bereits seit Herbst letzten Jahres zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. Im ersten Halbjahr 150.000 Erstanträge, das ist wirklich heftig. Aber eines frage ich mich dabei, warum aus der Türkei? Die Türkei, dieser doch so fortschrittliche Staat, NATO-Partner und vielleicht irgendwann auch EU-Mitglied. Warum gibt es aus diesem Land jetzt plötzlich mehr Flüchtlinge? Schon merkwürdig. Bemerkenswert: Eine Umfrage des Instituts Allensbach ergab, dass die aktuelle Asylpolitik nur noch 39% der Menschen in Deutschland befürworten. 49% wollen das Asylrecht einschränken. Bemerkenswert ist es, dass immer noch 39% dieses Asylrecht befürworten. Das sind Menschen, die sehen doch jeden Tag, was bei uns in Deutschland passiert. Wie man da noch das Ganze befürworten kann, das bleibt mir wirklich ewig ein Rätsel. Und was wir bei der ganzen Zahl von 150.000 Erstanträgen nicht vergessen sollten, ist der Familiennachzug, der früher oder später eintreffen wird. Schauen wir uns einmal an die Geburtenrate pro Frau in Afghanistan. Dort sieht die Geburtenrate mit 4,75 deutlich höher aus als bei uns in Deutschland. Genau dasselbe in Syrien, wobei mit 2,8% würde ich diese Geburtenrate als gesund und normal bezeichnen. Ich bin erstaunt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also Syrien scheint dahingehend auf einem guten Wege zu sein. Ich weiß aber jetzt nicht, wie die Hintergründe davon sind. Da müsste man sich wirklich einmal intensiv mit befassen. Doch schauen wir uns noch einmal die Geburtenrate in Afghanistan an. Diese liegt mit 4,75 Kindern pro Frau recht hoch. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen: In diesen Ländern ist die Vielehe tatsächlich gang und gäbe, wie in den meisten islamischen Ländern. Da kommen pro Familienzusammenführung ganz schnell mal 10, 15 Personen zusammen. Und wenn ich mir ansehe, dass es da 150.000 Erstanträge gab in einem Halbjahr, dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, wie viele Menschen das im Rahmen des Familiennachzuges sein werden. Das ist wirklich eine Tragödie. Ich meine, ich kann diese Leute ja absolut verstehen. Sie tauschen ihre eigene bittere Armut und die Gefahr in ihrem Land gegen die soziale Sicherheit in Deutschland. Aber da müssen wir auch an uns selber denken, denn wir haben zusehends immer mehr eigene Probleme. Das Geld reicht vorne und hinten nicht mehr aus. Und wir stehen einer massiven Verarmung der eigenen Bevölkerung gegenüber. Und es trifft natürlich wie immer die Schwächsten. Es trifft die Alten, die Kranken und Menschen, die jetzt nicht den Superjob haben, in dem sie richtig Schotter verdienen. Es trifft die Normalbürger genauso, die hart arbeiten müssen, den ganzen Monat lang, und oftmals reicht das Geld, was sie damit verdienen, nicht bis zum Monatsende. Aber die CDU wäre nicht die CDU, wenn sie sich nicht profilieren wollte. Sie versucht jetzt von den aktuellen Problemen etwas abzulenken und fordert die Arbeitspflicht für Flüchtlinge. Das schauen wir uns einmal kurz in der Bild-Zeitung an. Baden-Württembergs CDU-Landkreispräsident Joachim Walter, 62, will die Arbeitspflicht für Asylbewerber. Es wäre uns
Landkreisen auch mit Blick auf die dringend benötigte gesellschaftliche Akzeptanz wichtig, dass Geflüchtete rasch in Arbeit kommen, hilfsweise auch in gemeinnützige, sagte er. Also, bevor wir über die Arbeitspflicht für Flüchtlinge nachdenken, was ziemlich schwer ist umzusetzen, sollten wir uns doch über was anderes Gedanken machen. Nämlich, ich sehe oft Berichte über Flüchtlingsunterkünfte, wie diese in einem schlechten Zustand oftmals verdreckt sind. Warum beginnen wir nicht dort? Warum müssen dort Arbeitskräfte eingesetzt werden von außen, die dort reinigen, die dort kochen? Warum können das die Flüchtlinge, die dort wohnen, die dort leben, nicht selbst in Eigenverantwortung übernehmen? Wir sollten bereits in der frühen Phase, in der Erstaufnahme, organisatorische Unterstützung bieten, Hilfe zur Selbsthilfe. Die Flüchtlinge müssen von Beginn an gezeigt bekommen, dass sie hier für ihr eigenes Leben auch etwas leisten müssen, dass sie nicht alles bezahlt bekommen und gemacht bekommen. Wenn ich irgendwo wohne, wenn ich irgendwo lebe, dann kann es doch nicht so schwer sein, dass in Eigenverantwortung zu machen. Ich kann meine Räumlichkeiten selbst aufräumen. Ich kann bei der Zubereitung der Verpflegung unterstützen und ich kann auch die gemeinsamen Bereiche gemeinsam reinigen und in Schuss halten. Gemeinnützige Arbeit ist natürlich eine sehr gute Idee. Unterstützung werde etwa auf Bauhöfen benötigt, sowie im Alten- und Pflegebereich und in weiteren Mangelberufen. In den 80er Jahren wurden in Berlin Asylbewerber zum Straßenfegen herangezogen. Also ich würde das im Alten- und Pflegebereich eher kritisch sehen, denn diese Mangelberufe setzen doch eines voraus, eine sehr gute Ausbildung und wirklich hohes Engagement. Und da sehe ich schon das eine oder andere Problem. Das kann natürlich über die Zeit weg überbrückt werden mit einer guten Ausbildung, bei der sich die Leute mit hohem Engagement herauskristallisieren. Aber so einfach die Leute dahin schicken, hier Mama, das wird schon, das wird nicht funktionieren. Doch was sagt die FDP? Innenpolitiker Stefan Thomae von der FDP verlangt in Bild, Ziel muss es sein, Migration zu ordnen und zu steuern. Das ist keine Einwanderung in die Sozialsysteme, sondern in den deutschen Arbeitsmarkt gibt. Thomae findet, wer sich anstrengt, hier arbeiten und etwas zu unserer Gesellschaft beitragen möchte, sollte diese Perspektive auch bekommen. Für wen das nicht zutrifft, der muss Deutschland wieder verlassen. Ja, klingt gut, ist aber etwas zu optimistisch, wie ich finde. Wenn ich arbeiten will, soll Deutschland verlassen? Ist das sein Ernst? Naja, gut. Das ist wirklich lustig, weil die Vorgängerregierung hat es nicht geschafft und die aktuelle Regierung, und die FDP ist ein Teil der Ampel, das wollen wir nicht vergessen, schafft es ebenfalls nicht. Ganz klar, warum? Weil sie es nicht wollen. Selbst schwerstkriminelle Asylbewerber werden sehr oft nicht abgeschoben. Das passiert wirklich nur selten. Und da spricht er davon, Leute, die nicht arbeiten wollen, abzuschieben. Das ist Wunschdenken. Es ist nicht mal Wunschdenken. Ich glaube, das ist einfach nur ein Vorwand, um den Leuten die Migration schmackhaft zu machen. Die FAZ. 100.000 ausländische Fachkräfte? Das reicht nicht. Frau Baerbock und Herr Heil sind natürlich voll in ihrem Element. Sie wollen uns auch die Migration schmackhaft machen, indem sie von Fachkräften sprechen. Dass aber über diese Schiene mit einem Visum so gut wie keine Migration stattfindet und stattfinden wird, wissen wir alle. Warum? Der Express.at hat es in einer Schlagzeile beschrieben. Was dort in Österreich passiert, gilt auch für uns. Also schauen wir uns die Schlagzeile einmal an. Deutliche Warnung: 70% der Asylberechtigten können nicht lesen und schreiben. Österreich hat aufgrund seiner offenen Grenzen ein massives Problem importiert. Nach einer IHS-Studie für den Integrationsfonds können immer weniger der Zuwanderer lesen und schreiben. 7 von 10 Asylbewerbern sind Analphabeten. Unglaublich. Und die wollen uns erzählen, dass die Migration unsere
Fachkräfteprobleme lösen wird? Nein. Wenn unser System, unser Schulsystem es nicht mal schafft, der Jugend eine vernünftige Bildung zu verpassen, werden wir bei den Flüchtlingen, bei den Migranten kläglich scheitern. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn wenn wir es nicht einmal schaffen, unsere eigene Jugend über den Weg Kindergarten, Schule, Beruf mit einer wirklich ausgezeichneten Bildung zu versorgen, werden wir bei den Flüchtlingen und Migranten ebenfalls scheitern. Denn sie bringen oft ein sehr großes Problem mit. Sie haben als Kinder es nicht gelernt zu lernen. Und das ist die Grundvoraussetzung für die spätere Bildung. Wenn ich als Kind nicht gelernt habe zu lernen, werde ich immer Probleme haben auf meinem weiteren Lebensweg. Ich werde vieles lernen können, aber nicht so effizient. Effizient ist auch dieser Kanal, deswegen solltest du ihn unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres kritisches Video zu verpassen. Du solltest auch unbedingt dieses Video schauen. Wir sehen uns dort. Jetzt klicken. Bis gleich. Tschüss.